guten Morgen oder was auch immer ihr jetzt gerade für eine Uhrzeit habt. Hier beim sonnigen, herrlichen Wetter aus dem schönen Ort Westfeld sind wir heute unterwegs und wollen den Schwedensteig machen. Knapp 15 Kilometer, was das waren. Schöner Rundwanderweg, hoffe ich zumindest. Es sollen über 20 Grad heute werden. Mit dabei auch der Elan geladene Akita. Und meine Schwester. Und dann wollen wir mal gucken, was der Tag so bringt. Schwedensteig. Hier haben wir unseren Startpunkt. Luna nimmt schon mal die Fährte auf. Dann geht es jetzt erstmal rein ins Grün. Schön schattig. Ja, Juna, müssen wir hoch. Juna, komm. Los. Beweg dich, Akita. Los, lauf. Es geht steil berghoch, das ist doch genau dein Ding. Aber es ist ja auch ein Steig. Gehen ja meistens steil hoch. Okay. Es geht doch mal kurz hier rein. Ich dachte schon, es geht die ganze Zeit ins Berg hoch. Glück gehabt. Verdammt. Doppelverdammt. Aber immerhin geht es durch den Wald. Da knallt der Stern nicht so. Unwegsames Gelände liebt die Sound. Ach ja, und alle Temperaturen unterhalb des Gefrierpunkts. Das hat sich jetzt gelohnt. Da unten rein, hier in den Bogen, wieder raus und weiter geht's. Naja, der Wille war da. Saufziege. Gut, dass ich noch einen Liter mitgenommen habe. Ich habe auch einen Liter dabei. Prost. 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 Juna, bist du nicht ganz knusper? Frisch gestärkt geht's jetzt weiter. Nächstes Ziel ist die Schwedenhütte. Mittagspause. Genau, Mittagspause. Hoffentlich, dass sie heute auch bewirtschaftet ist, aber auf der Internetseite stand nicht, dass sie geschlossen hätte. Wir sind gut die Hälfte bis dahin geschafft. Das heißt, wir haben jetzt ein Viertel des Gesamtweges geschafft. Hudebuchen. 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 Juna, Hudebuchen. Wollen wir hier runter? Hier runter. Der Hund denkt sich endlich. Endlich geht's bergab. Nee, wie mit meinem Leben. Nicht überholen. Ach so. War immer schon so ein Weg hin. Juna, man könnte meinen, du bist hier schon mal gewesen. Ach ja, das Übliche halt. Auf den Thron setzen. Ah. Hm. Ja, Juna, was hast du dazu? Juna? Komm. Ja. Schade. Jetzt ist Jo. 3,1 Kilometer noch bis zum Mittagessen. Jo. Also heute nur noch schnell. Gehen wir jetzt durchs Wasser oder gehen wir elegant außen rum?
Wir nähern uns unserem Mittagsziel der Schwedenhütte. A, ist sie überhaupt heute offen? Hoffen wir es einfach mal. Und B, ja, heute ist Feiertag, es ist herrliches Wetter. Was ist wohl los? Kriegen wir einen Platz? Mal schauen. Der erste Blick aus der Ferne, es scheint ein bisschen was los zu sein. Aber schauen wir einfach mal. Irgendwo wird schon Platz finden. Irgendwo werden wir schon Platz finden. Mein Gehirn ist schon so ein bisschen durch. Gibt auch nur eine Kleinigkeit, kleines Salätchen. Prost. Ja. Und ein bisschen Flüssigkeit. Ah, Spaß beiseite. Es gibt natürlich was Ordentliches zu mümmeln. Ach ja, und wie man es vielleicht sich denken kann, ja, wir haben einen Platz bekommen. Mahlzeit. Wie unschwer zu erkennen, unsere gute Mittagspause ist rum. Haben jetzt Kraft getankt. Ja, ich glaube, bei Juna mit dem Elan wird langsam. Damit haben wir jetzt auch die Hälfte der Tour geschafft. Jetzt geht es hoffentlich nur noch bergab, so gute 7, vielleicht auch 8 Kilometer. Ja, auch Juna hat wieder Elan. Gucken, wie lange der anhält. Pommesbauer. Genau, es gab eine Pommes. Die sich jetzt vielleicht fragen, was ist das für ein Hund, was ist das für eine Rasse? Juna ist ein Akita Inu, ist die größte der japanischen Hunderassen. Und wie der Name sagt, kommen die aus Akita, das ist eine Präfektur im Norden. Und gehören tut sie meiner Schwester. Ja, sie ist jetzt 3 Jahre und... wie viele Monate? 3? 3,5? 3,5. Ja, die Rasse gehört zu den nordischen Spitzen. Wurden zur Bärenjagd eingesetzt. Wenn man Juna so kennt, kann man sich das schwer vorstellen. Bärenjagd? Ja gut, Blaubeeren, Himbeeren, Brombeeren. Aber es ist definitiv ein sehr starker Jagdtrieb vorhanden. Wenn da jetzt hier vor uns ein Reh auftauchen würde oder auch nur ein Vogel herfliegen würde. Hallo und tschüss, das war's dann. Der Akita gilt in Japan übrigens auch als ein Nationalschatz und bis in die 1950er durften wir, glaube ich, nicht aus Japan raus, oder? Weißt du es zufällig, aus dem Stegreif? Die waren ja nach dem Zweiten Weltkrieg, waren die auch fast alle ausgerottet. Ja, weil sie für den Krieg das Fell und auch, glaube ich, das Fleisch gebraucht haben. Ja, und dann wurden aus 2, 3 verschiedenen Stammbäumen aufgezüchtet. Und dann hat sich davon ja der amerikanische Akita noch abgespalten. Auf jeden Fall ist es noch nicht so lange, dass der Akita von der japanischen Insel runter ist, um sich in der Welt zu verbreiten. Und eine der bekanntesten Geschichten, die vielleicht so der eine oder andere kennt, ist ja die vom Hachiko. Das ist der Hund, der 10 Jahre lang jeden Tag am Bahnhof auf sein verstorbenes Herrchen gewartet hat. Deswegen ist in Japan der Akita auch der Inbegriff für Treue. Es gibt einmal im Jahr den nationalen Akita-Tag in Japan. Daher gibt es auch in diversen Orten auch Statuen dieser Hunde. Ich glaube, das ist dann auch wirklich speziell der Hachiko, der dann dort zu sehen ist. Mhm. Weil das einfach das Symbol für die Treue gegen Menschen gegenüber ist. Es ist natürlich auch eine spezielle Rasse. Sie ist stur, fordernd. Und wenn sie Fellwechsel hat, der hat nicht einfach nur einen Fellwechsel. Nein, das ist gleich einmal so. Wir schneiden unser Daunenkissen auf und verteilen es in der Bude. Ich glaube, das beschreibt es am besten. Wir sagen immer, Juna ist das explodierte Sofakissen. Ja, Juna, wenn dir das Wasser bis zum Hals steht, besser nicht den Kopf hängen lassen. Jetzt schüttelt es. Ich hab Glück gehabt.
Ja gut, so viel einfach mal zwischendurch zu unserem pelzigen Begleiter, den wir dabei haben. Immer diese doofen Ideen, dass gut geht. Herr Juna? Oh! Ui! Juna! Auf dem letzten Stück noch mal richtig schön durch die knalle Sonne. 2 Kilometer noch. So richtig schön bratmäßig. Das Ziel vor Augen. Ein paar hundert Meter noch, dann haben wir es hier geschafft. Sind jetzt wieder in Westfeld angekommen, gleich beim Auto. Damit haben wir dann auch den Schwedensteig geschafft. 15,7 Kilometer und von der Sonne, man merkt es schon, gut durch. So, Jünchen. Genau. Wir verabschieden uns dann von dieser Tour und sagen, mach's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ciao, mit V.